Was macht ihr denn hier? Lagebesprechung, was ihr morgen spielen wollt, Waldi? Bist du auch damit einverstanden, Frosch? Dann ist das so in Ordnung. Und du, Vögelchen? Gut, dann geht nach hinten und ich muss hier vorne weiterzeichnen. Ist das okay, Waldi? Jo, für unser heutiges Motiv habe ich da schon mal was vorbereitet. Und zwar zeichnen wir uns ein, ich mache das mal ein bisschen größer. Zeichnen wir uns ein schönes Quadrat. Das Quadrat hat die Kantenlänge von 11 cm mal 11 cm und dann zeichnen wir uns das Rastergerüst immer 1 cm mal 1 cm hinein. Ich könnte das hierbei jetzt belassen und könnte sagen, okay, dann macht das mal, aber ich möchte euch einen kleinen Tipp dazu geben. Bevor wir nun hier und ihr euch das ausmesst und einfach mal ein Quadrat von 11 mal 11 cm da reinzeichnet, habe ich mir überlegt, euch folgenden Tipp zu geben. Es ist sehr sinnvoll, erst einmal von oben nach unten, also senkrecht und waagerecht, 1 cm Streifen zu zeichnen. Wenn ihr hier genau seht, ich werde das mal ein bisschen unterlegen. Nehme ich mal weg. Wenn ihr hier seht, das hier ist der Blattmittelpunkt. Ich habe gleich 5 mm dazu gezählt und hier auch gleich 5 mm. Und somit habe ich das senkrecht heruntergezeichnet. Hier auch. Nun, wenn wir ein Feld zeichnen mit einer Fixbegrenzung von hier bis hier 11 cm mit jeweils 1 cm Feldern dabei, dann haben wir es mit 12 Strichen zu tun. Der erste, der letzte und 10 dazwischen. Wenn wir uns nun hier anfangen irgendwo und haben uns durch unsere Kreuze einen Raum gezeichnet, dann sind wir eingeschränkt. Denn hier müssen wir die 11 Felder einzeichnen. Dazu brauchen wir, wie gesagt, 12 Striche. Wenn wir uns bei jedem Strich um, sagen wir mal, 0,1 mm, das ist nicht viel, das sehen wir gar nicht. Das kann manchmal schon ein nicht angespitzter Bleistift oder so sein. Ja? Wir sind auch ratzfatz mal bei 0,15 mm Verziehung. Wenn wir uns hier anfangen zu zeichnen und immer weiter, kann es passieren, weil wir hier in diesem Raum abhängig sind, dass wir das letzte Feld, wenn wir nur 0,15 mm Abweichung haben pro Strich, sieht das letzte Feld so aus. Nämlich 8,2 mal 10. Und das können wir nichts mit anfangen. Darum sage ich euch, zeichnet euch das so auf. Nehmt ein Geodreieck. Und nun fangen wir an, von diesem Strich nach außen zu zeichnen. Diagonal, parallel, zack, zack. Der nächste, immer von hier aus. Der nächste, der nächste, der nächste, der nächste, der nächste. Und wenn ihr das so macht, dann habt ihr die die senkrechten, dann andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, weil das hier der mittlere ist. Dann umdrehen das Ganze. Bis das hier fertig ist. Ich empfehle euch das, macht das. Ihr könnt es auch mal anders versuchen und ihr seht, dass ihr dann in die Petrouille kommt. So, so viel dazu. Jetzt geht's weiter. Für unser heutiges Motiv, wie gesagt, 11 mal 11 cm und übertragen das auf ein richtiges Blatt. Das ist hier ein gelbes Schmierblatt für euch zur Erklärung. So, ich habe das übertragen und da ihr das ein bisschen schlechter seht, Mache ich das mal hier so? Ja, mache ich gleich hier. Streckt eure Augen ein bisschen an, so einfach ist das. So, aus diesem Quadrat radieren wir die Dinge weg, die wir nicht brauchen. Dann ist mein Bleistift, wunderbar. Das entfernen wir. Das Feld. Genauso das Feld, das Feld. Und das fällt auch weg. Da ich das ganze Motiv heute gar nicht zeichnen kann, in der Zeit, die mir vorgegeben ist, ich denke, dass wir 15 Minuten, 16, 17 Minuten für das Ganze haben, habe ich natürlich hier vorgemalt, aber wir fangen hier an, so wie ich auch angefangen habe. Dann kommt hier ein Feld rein. Und in dieses Feld auch. Radieren wir auch weg. Zack, 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 das brauchen wir nicht. Das sind unsere gebrochenen Linien oder Felder, die nicht mit dem Bandverlauf überquert werden. Kennen wir ja eigentlich schon. Dann kommt die gesamte Mitte hier weg. Das bleibt auch frei. So. Und dann fangen wir an, unsere Kreise zu zeichnen. Kleine Besonderheit, an den Eckpunkten zeichnen wir keine Kreise. Warum nicht? Weil die Eckpunkte spitz werden. Die gehen dann so. 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 Und dann beginnen wir ganz munter unsere drüber, drunter Bänder zu zeichnen. Ganz langsam, Stück für Stück. Immer weiter, immer weiter. So, und dann kommt wieder diese. Hier darf nichts rein. Rum hier. Zack. Hier auch. Rum, rum, rum. Und so füllen wir dann unsere ganzen Dinge. Ich bin nicht nervös, weil ich das Blatt so drehe, sondern ich bin jetzt hier bei euch. Den machen wir mal hier fertig. Rum, rum, rum. Hier nicht, rum, da nicht, rum, 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 spitz, 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 rum. Seht ihr, und schon ist das Teil hier fertig. Das hier ist ja eigentlich nur ein Modul. Und ein Modul mit einer Ecke und das Ganze viermal. Darum mache ich euch heute hier eins fertig. Mal sehen, ob wir das schaffen. Das war ja nicht ganz korrekt. So, ich habe ja gesagt spitz. So, rum. Schnappe ich mir mal gleich den Edding. Alles Überschüssige habe ich natürlich hier schon wegradiert, ist klar, ne? Das wisst ihr ja auch mittlerweile schon alles. Ich habe es ja hier mit Profis zu tun, oder? Ah. Jetzt fange ich mal an, mit dem Edding zu zeichnen. Gebt euch viel Mühe dabei, dann sieht das Objekt hinterher sehr, sehr schön aus. Ich bin nicht mehr, ich merke das, ich bin gar nicht mehr so multitaskfähig, wie ich sein wollte, denn Zeichnen und Reden. Ich habe ja selber Manschetten davor, dass ich mich hier vor euch im Film verzeichne, das geht ja gar nicht. Wäre auch menschlich, also. So, wir sind doch auf dem besten Weg. Mir gefällt das ja jetzt schon. Na? Ah, da fehlt einer. Da kann ich ihn auch nicht malen. Brauche ich mich gar nicht zu wundern. Böse Achse, sag ich nur, böse Achse. So. Gleich sind wir schon durch. Ich sehe keinen Schnelligkeitswettbewerb, sondern eine Darstellung. Film. Ich denke mal, das könnt ihr alles schon. Seht ihr, hier ist der Übergang. Hier geht es rüber in das andere Modul. Seht ihr das? Zack, zack. Hier, so. Jung, ist er schon wieder da. Jung. So, und dann geht es im anderen Modul fröhlich und munter weiter. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, da machen wir noch ein bisschen. Ich habe meine innere Uhr, die habe ich geschätzt. Ich hoffe, dass ihr auch noch immer Spaß beim Zeichnen habt. Mir macht es immer noch Spaß. Ich sage euch das immer, weil ich euch auch ermuntern möchte. Auch wenn es mal nicht so klappt. Darum nicht so schnell zeichnen wie ich hier, das ist auch eine große Gefahr. Zack, einmal verzeichnet, einmal nicht richtig gemacht und schon müssen wir alles neu machen. Oder wir haben mit dem Reparieren so unheimlich viel Probleme dann. So, hier kommt wieder der Übergang. Mache ich den noch hier? Bitteschön. Da müsst ihr jetzt drauf achten. Spitz habe ich den gemacht. Wir können den auch rund machen. Rund. Wollen wir aber nicht. Schön spitz. Sieht besser aus, finde ich. Ihr könnt das. Ihr könnt das selber entscheiden, wie ihr das zeichnen möchtet. Es ist ja so vielfältig und, vielfältig und das ist ja wunderbar hier mit den keltischen Knoten drüber, drunter und die Möglichkeiten, Dinge zu zeichnen, sind so unheimlich viel. Seht ihr, ein Modul ist fertig, die anderen müsst ihr machen. Oh, aber keine Angst, ich habe das auch. Jetzt suche ich hier wieder meinen Döppen, da ist er schon. Ich habe das auch schon gezeichnet für euch und ich denke, für heute ist genug erklärt. Ich kann ja hier nicht das ganze Ding hier voll machen. Ich wechsle mal ganz kurz hier. So. Wie ihr seht, habe ich in jeder einzelnen Linie hier noch einen Mittelstrich gezeichnet. Schön langsam, schön ruhig. Zoom. Schön in der Mitte, schön in der Mitte. Klappt nicht immer, aber sollte klappen. Und dann schön mit dem Edding nachzeichnen. Voilà. Ich wünsche euch beim Nachzeichnen viel Spaß und sage, ja, was sage ich jetzt wieder? Verliert nicht den Mut. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.